Mein Name ist Jaroslav Draschel, ich bin Maskenbildner am Mainfrankentheater und nebenbei male ich auch. Hier sind wir in den Posthallen, hier ist auch mein Atelier. Es ist ein Ort, an dem man seine Narrenfreiheit zu 100% ausüben kann. Bekannt sind ehrlich eher meine Landschaftsbilder, dazu zählen Bergbilder und Waldbilder. Ich benutze überwiegend Ölfarbe, da die Farbbrillanz einfach unschlagbar ist und da ich gerne dick auftrage und mit Strukturen gerne arbeite, ist das einfach das beste Medium für mich und meine Arbeit. Die Wälder male ich gerne, weil sie eine unglaubliche Ruhe und Tiefe ausstrahlen und der Betrachter kann sich quasi drin verlaufen, Spaziergänge tätigen. Zur Malerei bin ich über meine Mutter gekommen. Sie selber ist auch Malerin und ich habe von Kindesbeinen an eigentlich schon gemalt, aber immer so für mich im Privaten. Und eines Tages kam es dazu, dass ich für einen Freund im Zweiviertel Bilder ausstellen sollte und habe ein gutes Feedback dafür bekommen. Die Bilder gingen dann nach und nach weg und so musste ich neue Bilder wieder schaffen. Die Nachfrage ist da und ich versuche, dem gerecht zu werden.